Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu diesem Video eingeschaltet habt. Pokémon hat dieses Jahr schon eine richtig coole News gedroppt. Und zwar bekommen wir im Laufe des Jahres das Set Pokémon Card 151, welches bei mir jetzt schon Nostalgie pur auslöst. Und wir haben eine weitere News, denn Pokémon bringt darüber hinaus auch im Oktober diesen Jahres auf dem japanischen Markt die Pokémon Trading Card Game Classic Collection raus, auf welche ich mich jetzt schon riesig freue. Auch wir in Europa bekommen diese Kollektion und was sich in dieser Kollektion verbirgt, möchte ich euch heute gerne mal in diesem Video zeigen. Denn wir haben hier sehr, sehr nostalgische Karten mit dabei. Wir haben hier unter anderem drei Starterdecks in dieser Box mit drin, zum einen ein Feuerdeck, ein Pflanzendeck und ein Wasserdeck. Und was sich unter diesen Decks verbindet, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, denn wir haben mit dem Glurak, mit dem Bisasaur, mit dem Turtok die drei Chase-Karten aus dem Base-Set als Reprint mit dabei. Und ich persönlich finde das auch gar nicht schlimm, denn wir haben hier zwei Reprint-Karten dabei, alle drei allerdings mit einem neuen Holo-Foil. Von daher unterscheiden sich diese Karten auch nochmal von den anderen Karten, insbesondere von den Celebrations-Karten, die wir jetzt auch in den vergangenen Jahren nochmal bekommen haben. Und ich freue mich insbesondere, dass wir wieder eine hochwertige japanische Box bekommen, mit richtig starkem Inhalt. Es gibt auch noch eine Pikachu-Karte mit dabei, eine Professor Eich-Karte. Wir haben auch neue Karten mit dabei, mit Ho-Oh EX, mit Lugia EX und mit Suicune EX. Und wer weiß, welche Karten dort noch in diesen Decks vertreten sind, das werden wir mit Sicherheit in den kommenden Wochen und Monaten erfahren. Für mich also eine richtig geile Box, optisch mega hochwertig. Und ich will diese Box auf jeden Fall in meiner Sammlung haben. Und wenn ich die Möglichkeit habe, an mehrere Boxen zu kommen, dann werde ich diese Chance auch nutzen. UVP liegt bei 35.000 Yen. Wir haben hier ungefähr 275 Euro, die man für diese Box bezahlen muss. Bekommen tut man sie über ein Lotteriesystem. Die Frage ist, bekommt man sie am Ende auch über ein Lotteriesystem? Ich denke, das wird schwierig. Ich werde auf jeden Fall Ausschau halten auf dem Zweitmarkt und werde mir insbesondere auch auf eBay japanische Händler angucken, die, über die ich schon in der Vergangenheit bestellt habe und schauen, ob diese Händler dann diese Box zukünftig auch anbieten werden. Und sollte es diese Box dann irgendwann auch mal zu vernünftigen Preisen geben, das werde ich beobachten und ich werde euch auch über die Preise informieren, wenn es denn soweit ist, dann werde ich hier auf jeden Fall zuschlagen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht und das wisst ihr wie gesagt auch aus meinen bisherigen Videos, dass insbesondere japanische Premium-Produkte sich über die Zeit sehr, sehr gut im Preis entwickeln. Schaut euch gerne mal mein Video zu den japanischen Special-Boxen an, wie der Eevee Heroes Gym Box oder wie der 25th Golden Box, wie der Stamp Box. Dann werdet ihr sehen, wo denn Preise von solchen Boxen zukünftig auch mal hingehen können. Alles in allem also eine Box voll nach meinem Geschmack. Wir haben nicht nur optisch eine hochwertige Box, sondern auch einen coolen Inhalt. Und ich freue mich tatsächlich jedes Mal, wenn wir irgendwo nostalgische Karten mit dabei haben, die ein wenig anders sind als die Karten, die wir bisher bekommen haben. Denn dann sind es immer noch Einzelstücke und haben auch noch einen gewissen Wert für ganz viele Sammler auf dieser Welt. Das war's auch schon mit dem heutigen Video und meinem Blick bzw. meiner Meinung zu der Pokémon Trading Card Game Classic Collection. Ich will diese Box auf jeden Fall haben. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie seht ihr das? Seht ihr das kritisch, weil weitere Charizard, Blastoise und Venusaur Karten auf den Markt kommen? Oder findet ihr diese Nachricht genauso gut wie ich? Das würde mich brennend interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Channel und aktiviert die Glocke, dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao, ciao.